Willkommen zu Auf Posten stehen. Und jetzt Pastor Norbert Lenk. Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Folge unserer Sendung Auf Posten stehen. Kürzlich hat Papst Franziskus einiges Interessantes gesagt. Einiges, was richtig war, leider auch vieles, was falsch war, wenn man die Bibel als Grundlage nimmt. Ich möchte zunächst aus einem Artikel zitieren, und zwar dem katholischen Netzwerk vom 25. November 2016, was Folgendes sagt. Jesus spricht vom Ende der Zeiten. Papst Franziskus setzte sich in seiner Predigt bei der Heiligen Messe in der Kapelle des Vatikanischen Gästehauses Domus Sancti Marte am Freitag der 34. Woche im Jahreskreis mit der ersten Lesung aus dem Buch der Offenbarung des Johannes auseinander. Und stellte vor die Frage, wie wird das jüngste Gericht sein? Wie wird die endgültige Begegnung mit Jesus sein? Der Herr werde die Großen und die Kleinen richten. Und Bücher wurden aufgeschlagen, auch das Buch des Lebens wurde aufgeschlagen, die Toten wurden nach ihren Werken gerichtet, nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, Offenbarung 20, Vers 12. Und wer nicht im Buch des Lebens verzeichnet war, wurde in den Feuersee geworfen, Offenbarung 20, Vers 15. Auf diesen zweiten Tod konzentrierte sich Franziskus. Und er wird jetzt wie folgt zitiert. Die ewige Verdammnis ist keine Folterkammer. Ich möchte hier etwas einflechten. Vor einigen Jahren hat Papst Benedikt in einer Predigt gesagt, dass es eine Hölle, wie man sie sich heute vorstellt, nicht gibt. Und daraufhin hat es einige Anfragen beim Vatikan gegeben. Interessanterweise hat die deutsche Presse auch so gut wie gar nicht darüber geschrieben, aber die englische Presse hat es getan. Und der Vatikan hat dann geantwortet und gesagt, ja, Papst Benedikt hat es in der Tat gesagt, wir werden noch irgendwie in der Zukunft darauf näher eingehen. Jetzt die interessante Aussage von Papst Franziskus, die ewige Verdammnis ist keine Folterkammer. Soweit, so gut. Denn er hat recht. Eine solche Hölle, eine ewige Folterkammer, die gibt es nicht. Die wird in der Bibel in keiner Weise beschrieben. Aber jetzt fährt er wie folgt fort. Es ist eine Beschreibung dieses zweiten Todes. Sie ist ein Tod. Und jene, die nicht im Reich Gottes empfangen werden, dazu kommt es, weil sie sich dem Herrn nicht angenähert haben. Es sind jene, die immer auf ihren eigenen Wegen gegangen sind und sich so vom Herrn entfernt haben. Sie gehen am Herrn vorbei und entfernen sich alleine. Und die ewige Verdammnis ist dieses ständige Sich-Entfernen vom Herrn. Zwei Kommentare. Zunächst einmal dieser Feuersee, in den man hineingeworfen wird, bezieht sich auf jene, die die sogenannte unvergebbare Sünde begangen haben, die den Heiligen Geist in den meisten Fällen erhalten haben, die genau wussten, was sie taten, die die Erkenntnis von Gott erlangt hatten und sich dann aber gegen Gott gewendet haben, die von der Wahrheit abgefallen sind, die dadurch den Heiligen Geist wieder verloren haben, die werden in der Tat in der sogenannten dritten Auferstehung im Feuersee vernichtet werden. Aber es müssen jene sein, die die unvergebbare Sünde begangen haben. Und die meisten heute in dieser Jetztzeit haben die unvergebbare Sünde noch nicht begangen, weil sie eben die Wahrheit gar nicht kennen. Aber die Idee jetzt, die hier zum Ausdruck gebracht wird, die ewige Verdammnis ist das ständige Sich-Entfernen vom Herrn. Diese Idee ist absolut total verkehrt. Es heißt hier sodann, ewige Ferne von Gott, der Glück schenkt, vom Gott, der uns so gerne hat, das sei das Feuer. Das sei der Weg der ewigen Verdammnis. Absolut falsch. Das Feuer ist ein buchstäbliches Feuer. Dieser Feuersee wird buchstäblich existieren. Es ist ein Feuersee, der diejenigen, die sich gegen Gott gewendet haben, verbrennen wird. Ihre Existenz wird ausgelöscht werden. Die Idee, dass sie eine unsterbliche Seele hätten und von daher für alle Zeit und Ewigkeit weiterleben würden, aber in einem sich entfernt sein von Gott, ist verkehrt. Sie ist nicht nur verkehrt, sie ist auch sehr verderblich, weil sie die Gnade, die Barmherzigkeit, die Liebe Gottes in Frage stellt. Schauen Sie, diejenigen, die sich aus Hass gegen Gott gewandt haben, werden vernichtet werden, werden verbrannt werden. Sie werden nicht weiter existieren in alle Zeit und Ewigkeit mit diesem unbußfertigen und, ich möchte sagen, hasserfüllten Herzen. Wenn Sie mehr wissen wollen über das, was die Bibel wirklich lehrt und sich nicht auf das verlassen wollen, was Ihnen Menschen mitteilen, dann biete ich Ihnen hier eine kostenlose Broschüre an. Steht das in der Bibel,
die Mysterien im Buch der Offenbarung. Diese Broschüre erklärt unter anderem auch diesen Feuersee. Er erklärt das Schicksal derjenigen, die die unvergebbare Sünde begangen haben. Er erklärt, dass es keine unsterbliche Seele gibt. Diese Broschüre erklärt, dass wenn sie sterben, dann leben sie tot und liegen sie tot im Grabe ohne Bewusstsein und leben nicht weiter. Aber wenn es zu der Auferstehung von den Toten kommt, dann werden sie wieder zum Leben erweckt werden, nicht vorher. Alles dies sind Ideen, die in totalem Gegensatz stehen zu dem, was die Bibel lehrt. Und sie sollten die Wahrheit erkennen. Sie sollten die Wahrheit verstehen. Denn die Wahrheit und nur die Wahrheit alleine wird sie freimachen vom Irrtum. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link, für eine Sendung auf Posten stehen. Auf Posten stehen ist eine Sendung der Kirche des ewigen Gottes. Weitere Videos sowie Broschüren und Artikel finden Sie auf unserer Webseite aufpostenstehen.de.